Und damit herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. Einmal schlafen legen, bitte. In der letzten Folge. Wach auf! Wach auf! Hey! Du kannst ja nicht auf dem Boden schlafen. Nein, bist du reingekommen? Wie bist du hier reingekommen? Also, zurück zum Thema. In der letzten Folge, da habe ich ja hier gebaut. Übrigens, die kann ich noch bestücken. Hier mit Blattwerk. Für zukünftige Hasen. Aber ja, leider habe ich keine Hasen gefunden. Und auch kein Sticktier. Was ich ja sehr schade finde, weil, wenn ich das richtig sehe, hat die da Hasen in der Hand. Woher holst du den Hasen? Woher hast du den Hasen? Zeig mir den Ort, wo du den Hasen her hast. Ich will nicht den toten Hasen, ich will den lebenden Hasen. Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Ihr findet hier auch Hasen. Und ich finde keinen. Oh, guck mal, da ist ein Fingerling. Fingerling, der Fingerling, der geht jetzt von hinten drauf. Oder von vorne. Ja? Wurdest du angeschossen, oder? Guck mal, wie er um mich herumrennt. Und tot ist er. Gut gemacht, Virginia. Findest du gut? Ich auch. Ich werde jetzt einfach mal gucken, ob hier in der Nähe Hasen rumlaufen. Dann werde ich einfach die Fallen umstellen. Hast du den Aufnahmen mal getestet? Ja, man kann mit diesen Fallen auch super diese Eichhörnchen fangen, aber die sind dann tot. Da ist noch ein Fingerling. Drückst du mir jetzt? Ich suche eigentlich Hasen. Irgendwo in der Nähe muss es ja Hasen geben. Du findest ja schließlich, Kleines. Eichhörnchen. Alles hat Eichhörnchen. Die Hasen vielleicht hier unten auf der Ebene? Wo hast du die Hasen her? Hier unten. Nee, das ist ein Eichhörnchen. Aber das Baby, das machen wir trotzdem mal kalt. Weg mit dir. Nee, es gibt hier keine Hasen in der Nähe, oder was? Es gibt nur diese... War da gerade was? Egal. Es gibt nur diese ollen... kleinen, ekelhaften... Sag schon. Eichhörnchen, Eichhörnchen, das war das magische Wort. Eichhörnchen. Ich weiß nicht, wie du an den toten Hasen rangekommen bist, Kleines. Du musst mir irgendwann mal deine Quelle zeigen. Quellenangabe ist verpflichtend. Das weiß man doch. So, jetzt esse ich erstmal was und trinke was. Kann ja nicht wahr sein. Durchatmen, Junge, alles schick. Das hier ist noch nicht getrocknet. Ah, da oben ist Kelvin. Kelvin! Wer ist das mal? Wir wollen ja die Hütte hier loswerden. Da will ich ja was anderes drauf bauen. Ich möchte so ein bisschen für diesen Teleporter nutzen. Der gefällt mir nicht so ganz, wie er dort steht. Da dachte ich mir, aus dem dort ein Podium. Irgendwas. Hauptsache, er steht nicht mehr hier so am Wegesrand, ja? Also muss ich die Hütte jetzt hier mal abreißen. Mit dem Bett da drinne. Und den geöffneten Fenster. Ich könnte die jetzt so einzeln abreißen. So Brett für Brett. Das könnte ich wirklich machen, wenn ich die Zeit dafür hätte. Oder ich werfe einfach die Granate rein. Und zerleg sie so. Manch einer würde sagen, das war jetzt... sehr rabiat. Ich sage, nö. Ach, Ivo, hör mir auf. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Weg mit euch. Weg. Weg, weg, weg.
Weg, weg! Mist. Weg. Kann ich so gut die Bretter von den wirklichen Stämmen unterscheiden? Weg, weg! Weg! Könnt ihr ja recyceln, rein theoretisch. Ja, ja, kipp die ruhig mal weg. Ist gar nicht so doof, was du da machst. Wupp, wupp, wupp. Bitte nur die Bretter. Baumstämme kommen jetzt. Kann ich ja recyceln. Hier weniger. Okay, der Weg führt hierhin. Dann würde ich auch sagen, hier fangen wir an. Oder? Müssen wir schauen. Hä? Mach das so. Mach das so, wie ich das will. Upp. Oh, Kelvin. Achso, das ist wohl kein... Das war nicht geeignet. Das war zu kurz. Ja, wir recyceln hier ein bisschen. Wo muss das sein? Puff. Zack. Nö. Brauche Stämme. Hä, das ist ja auch ein Brett. Sag mal, die Hütte frisst doch so viele Stämme. Da muss doch mal ja weitaus mehr bei rumkommen, als die paar. Kelvin, du stehst im Weg. Das merkst du selbst, oder? Weg da, Kelvin. Puff. Puff. Schaden genommen? Nö. Zack. Ja, das damit rein. Nö, eben nicht. Dann halt nicht. Ach, das ist zu kurz. Das ist kein richtiger Stamm. Puff. Was denn? Was denn da? Kommt Gegner? Hast du gezeigt? Und dem Motto, hier kommt vielleicht jemand. Der hat er Hang gemacht. Gegner da? Ich guck mal ganz kurz. Nö, Fallen stehen alle noch normal. Warum hat sie Hang gemacht? Naja, egal. Wird schon ihre Gründe haben. Bam, bam, bam. Ich wollte es eigentlich erst mit Steinen bauen, aber dann dachte ich mir, ach du Heilige, ich habe hier doch keine natürliche Steinquelle in der Nähe. Und das dauert Ewigkeiten. Ich kann nicht wie damals bei der Kapelle den guten alten Multiplikator-Trick anwenden. Oh, du bist da auch noch passend. Okay. Den da hätten. Und der Rest ist zu kurz. Du bist auch zu kurz, sagst du? Nö. Du bist lang genug. Weg mit dir. Die restlichen hier, die sind schrottig. Die können da mal weg. Lernt fliegen. Okay. Meine, ich würde es noch eine Reihe nach hinten machen und dann so zentral den hier hinstellen, ne? Also brauchen wir ein bisschen Holz.
würde dann natürlich dann noch ein bisschen drumherum bauen und so, aber erstmal eine Grundfläche. Wir brauchen erstmal eine. Oh. Das habe ich nicht bedacht. Ich glaube, ich muss mal. Meine Seilrutschen neu ausjustieren. Ich glaube, ich mache die hier weg. Brauche ich nicht mehr so richtig. Nutzen sie noch ein bisschen, aber sie wird. Bin ich nicht auf der 8? Achso, auf der 8 hatte ich die Axt, nicht auf der 7. Ja. Ja, ordentlich Rums gemacht. So ein paar kleine Steckis. Bum, bum, bum. Da, Baum gefällt. Und Abflug und Abflug. Und hier hinterher und da. Tschüssi, tschüss. Immer die andere Seilrutsche, die zur Kapelle führt, noch mit. Boom hat's gemacht. Butsch. Butsch. Zack. Zack. Und zack. Zack. Stickies. Bam, bam, bam. Dup, 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 dup. Wutsch. Wutsch. Lass uns mal gucken, wie weit ich mit dir hinkomme jetzt. Wutsch. Wutsch. Hinterher. Oh. Halt! Nein, 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 nein! Drei wilde Roller hier noch. Kann ja nicht sein. Ist hier noch jemanden, der ja wild rollt? Ne? Jo, jetzt aber hinterher. So. In der Hütte hängen geblieben? Ja, sie sind über das Ding hinweggekommen. Okay, okay, dann geht's ja. Nur selber bleibe ich dran hängen. Damit kann ich leben. Dum, 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 dum. So. Ja, für Stein wäre das wirklich eine zu große Aufgabe. Nee. Gina, was rennst du denn da so rum? Warte, auch da stecken noch welche drin. Okay. Da hinten ist auch einer gelandet. Ist ja von vorher noch in meiner Hütte. Ah. Woher kommst du? Egal. Boing. Darf ich mal reingehen? Ich glaube, da hängt einer genau fest. Und putsch. Sehr schön. Dum, 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 dum. Hier ist noch ein Stäbchen. Erstmal nur die Grundfläche. Uff. Ja, ich kann doch mal
den hier plündern. Wenn ich zu der Kapelle hingehe, dann packe ich die alle auf den Wagen. Und zack. Hä? Wieso konnte ich die jetzt nicht da bauen? Egal. Jetzt geht's. Wahrscheinlich, weil ich selber im Weg stand. Und ja, ups, das, hier. Und hier. Hier. Und da. Schwuppedi-wupp. Ja, genau das wollte ich. Genau. Ach, er hat's richtig gemacht. Kann ich nicht sagen. Ja. Ja. Jetzt machen wir hier den Teleporter. Hier so in die Mitte. Passt es so? Reihe nach hier. Nicht so ganz. Und diese Anzahl, diese enorme Anzahl an Steinen, die der frisst. Ich hoffe, das haut so hin, ungefähr. Da aber nach hinten so viel Platz. Bam, bam, bam. Das war dann die ersten 4, 5, 6. Ja, 6 hier. Mit 15 Kieper Gitrat. Ja, passt schon irgendwie. Wo ich ja gerne noch ein Stückchen weiter vorne halte. Nee, ich mach's ein kleines bisschen weiter vorne hin. Ach, abmessen von Situationen. Nicht meine Stärke. Jo, weit genug. 3 nach da. Ey, es ist nicht zu fassen. Kelvin, verstehst du das, was ich meine? Dieser Monk in mir. Dieser ekelhafte Monk. Nein, Monk ist nicht ekelhaft. Aber dieses Verhalten ist unbedingt super genau zu haben. Obwohl es nie richtig genau ist. So, 3 nach da, 3 nach da. Aus. So, jetzt sind hier 3 und die 4 ist angefangen und 3 und 4 ist angefangen. So, jetzt haut's hin. Bam, 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 bam. Bau das Ding. Bam, 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 bam. Immer schön weiterbauen. Keine Hemmung zeigen. Ah ja, bau mal weiter. Wo sind die ganzen Knochen hin? Die 50 Knochen. Ich hoffe, die tauchen jetzt hier noch im Unterholz auf. Im Unterstein auf. Ja, da liegen ein paar. Gut. Oh, was hier gerade ordentlich booste? So, 3 Steine. Ja, dann mal her mit den Knochen hier.
Ah, hier fehlen aber noch ein paar. Ach so. Manche von diesen Knochen sind gebündelt, deswegen. Ich wundere mich, warum ich die letzten beiden da nicht aufsammeln kann. Manchmal ist es mehr als einer. Okay. Ups. Die Schädelhändlerin. Nein, natürlich nicht. So. Den nehmen wir noch mit. Und die Schoße noch aktivieren. Aktivieren. Okay. Und weg das Ding. Okay. Oh. Nehmen wir mein Wegelchen. Ja, jetzt liegt dieses Holz hier rum, aber das verschwindet ja bei der nächsten Folge. Sobald neue Aufnahme, Holz weg. Aber ich möchte das hier an der Chapel noch safen. Ist sicher. Wusch. Fahren wir nach hier hinten. Ich sehe. Okay. Grundposition ist erstmal geklärt. Das haut so weit hin. Das hier brauche ich auch nicht mehr. Kannst du verbrennen. Wenn es weg ist, ist es weg. So, da. Haben wir ein paar Stäbchen rein. Das sind Kelvin eigentlich. Kelvin. Auftrag, Basis instand halten. Ja? Bitteschön. Ja, kapiert? Kluger Kelvin. Sehr fein. Ich versuche mal noch die letzte Falle, die da draußen noch Ewigkeiten nicht fertig ist. Ihr ärgert mich, noch ein bisschen Draht zu organisieren. Wusch! Da. Wusch! Flieg jetzt einfach zu Bunker A. Gehe ich ein bisschen durch den Wald, in der Hoffnung, einen Skunk zu finden. Ah, wir schauen mal. Bub. Nein, ich sagte Bub, heb auf. Und nicht Bub, hau weg. Skunk. Wo ist mein kleiner Stinktierfreund? Muss es hier geben? Dichter Wald? Ideal für kleine Skunks? Nochmal Stäbchen sammeln. Ja, das ist der Restspiel. Hier da vorne ist die Bunkeranlage. Tinte. Auf dem Füller. Ja. Gut. Haben wir die auch wieder aufgefüllt? Kann ich hier mal reingehen? Hallo? Jetzt aber. Hier trat, ey. Oh, ich hab bald nächstes Level an Stärke. Sehr schön. Edition, Perversion, war von Hayley Smith.
Lass das. Ekelhaftes kleines Ding, du. Oh, hier gibt es ja mal so gar keinen Draht, oder? Ernüchternd. Absolut ernüchternd. Ja, hier könnte ich mir Fleisch mit... Hier ist mal das hier. Ach, mit die schlechteste Bunkeranlage, wenn es um sowas geht. Aber ich falle immer wieder drauf ein. Ich denke immer wieder, oh, Bunkeranlage, ah, da wird es wohl Draht geben. Nö, gibt's nicht. Noch ein paar Wilde mit Portemonnaies. Wie wär's damit? Mach mal Licht aus, Junge. Aber wo Portemonnaies? Hab ich noch was dabei? Jo. Ja, mit Schrott drin. Danke dafür. Absoluter Müll. Skunky Boy. Komm. Ich bin Skunk. Gibt's Eichhörnchen, das ist schön für die Eichhörnchen, wirklich. Aber Fakt ist, ich bin Skunk. Unten am Wasser vielleicht? Skunks müssen auch trinken. Da, 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 da. Hops, hops. Durchatmen. Biegt sich hier irgendwas Schwarzes mit einem weißen Streifen. Pepe, wo bist du? Pepe, wo bist du? Ach, das ist ein Waschbär. Suche Pepe, Le Pew. Richtig. Das brauche ich nicht. Waschbären überall, ne? Aber... Also ein Skunky Boy. Chubby little Skunky Boy. Den findest du ja nicht. Ja, da laufen Waschbären in Masse rum. Fünfe. Fünfe an der Zahl. Aber ein Stinktier, das ist zu viel verlangt. Hört's nicht ein, wenn es nicht vorhanden ist. Kommt schon. Die haben ja eigentlich keine natürlichen Feinde, außer dem Mensch und die Mutanten. Die müssen in Masse vorhanden sein. Ach du, bist ganz Skunk. Ekelhaftes Vieh. Oh. Entschuldigung, haben Sie hier Draht gesehen? Das sollten Sie einführen, dass du aus dem kaputten Radio nicht nur eine Platine rauskriegst, sondern auch Draht. Weil, wo sonst Draht außer im Radio? Ja, das ist ja der ideale Ort. Hier ist übrigens null. Null interessante Dinge. Ich habe weder Hasen gefunden, also meinen Fallen, weil die bei mir einfach nicht spawnen. Noch Skunks. Bin sehr enttäuscht. Das ist die zweite Folge da ohne. Deswegen muss Bambi dran glauben. Nur deswegen. Fleisch lasse ich liegen. Ja, du dummer Hase. Du hättest mal lieber hier bei mir zu Hause rumeiern sollen. Statt hier. Ja, Hasen. Und jetzt Skunks.
Buckel, der direkt auf mich zukam. Ja, deswegen muss Bambi dran glauben. Nur weil die Skunks fehlen. Gehe mordend über die Insel, in der Hoffnung, dass sie dann spawnen, wenn ich die anderen Tiere ausrotte. Es stellt sich raus, dass sie nur in irgendeinem bestimmten Gebiet spawnen. Das wäre es mies. Sowas gehört auf die gesamte Insel. Halt! Ach, das ist ein Hase. Ich habe gesehen, irgendwas Kleines, Schwarzes und dachte, ach, ein Skunk. Aber nein, es war ein Hase, der vor mir hereiert. Hast ja einer, das kannst du wissen. Bin da gnadenlos. Durchatmen. Hoffnungslos. Absolut hoffnungslos. Dann, wenn ich sie nicht mehr brauche, dann werden sie erscheinen. Ich treffe auch nicht so wirklich auf Wilde, ne? Ich habe es eigentlich auch so ein bisschen drauf angesehen, Wilde zu treffen, aber nix. Das ist ja absolut tote Hose, die Insel. Wo sind denn hier diese Gefahren des Alltags? Muss ich wirklich meine Fallen aktivieren, um Wilde anzulocken für Portemonnaies? Das ist ja traurig. Absolut traurig, was mir hier geboten wird. Ja, dann atme doch mal durch, Junge. Ich beanspruche dich gar nicht so sehr. Wird es hier dunkel? Bin ich eigentlich? Gut, Bunker. Geh nochmal in die Richtung. Ich habe noch keinen Bock, nach Hause zu gehen. Bin argwöhnig enttäuscht. Auch keine Patrouille, nichts. Das ist hier plötzlich friedlich. Das hätten die alle gesagt. Weißt du was? Mit denen legen wir uns nicht mehr an. Der hat Massen von uns getötet. Aber nee. Oh. Ausdauer. Ja, Nummer 3. So. Können wir mal das Radio ausstellen? Danke. So. Naja, heute ich euch. Ich nehme nicht an, dass sie ein Portemonnaie dabei hat. Sie sieht eher ärmlich aus. Sie gehört nicht zu den gehobenen Kannibalen, die sie sowas leisten können. Oh, da ist ja noch so ein Vieh. Ja, sei still. Bin schlecht gelaunt. Ich in den Kisten mal reingucken. Oh, wenigstens Draht. Ja, zweimal wäre auch zu viel verlangt, ha? Was ist denn hier? Draht. Scheuert. Hier hat sich nur Draht zusammen. Und hier drin? Batterien und. Nee. Oh, Draht. Ja. Wenigstens das Drahtproblem haben wir jetzt gelöst. Wenn schon nicht der Rest. Virginia ist hier. Hi. Du einen Skunk gesehen? Riechst du nach Skunk? Nein? Ich jetzt gehe nach Hause. Ja, ich gehe wirklich nach Hause. Und tschüss. Magiker Ort. Naja,
Wir gucken mal vorsichtshalber in die Fallen. Vielleicht ist ja ein Kaninchen drinne. Ist es nicht. Kann ich jetzt schon sagen. Hier bringt mir ja tote Kaninchen, aber... Naja, wenn ich selber eins fangen will, nix da. Spiel sagt nein. So, hier liegt ja noch Muni rum, ne? Jo. Sehr schön. Machen wir Leiter an. War ja zu viel verlangt, ne? Liebes Spiel. Da müssen wir irgendwas machen. Ja, wirklich. Eichhörnchen in Masse. Ich muss mal so einen Ort auskundschaften in der Nähe meiner Basis. Ja, nicht mal so ein Eichhörnchen ist reingelaufen. Sehr ineffiziente Fallen. Ich brauche ja eigentlich nur zwei Kaninchen. Die müssen sich ja nur paaren. Der Rest, das ist dann... Das erledigt sich von allein. Naja. Zumindest ist die Verteidigung jetzt erstmal auf einem Stand, wie es mir gefällt. Ich habe mir zwar noch überlegt, ob ich... noch was mit anbringe. Man sieht es ja schon. Ich habe hier ein Licht... Da so. Das ist halt die Überlegung, ob ich da so bist du. Blub. Nee, ich will es ja nicht... Ach, es ist so furchtbar. Es muss ja nach unten gerichtet sein. Furchtbares Spiel. Mache das, wie ich das will. Ich krieg's nicht weiter hoch. Wenn ich es weiter hochkriege, dann ist es hier immer... Es strahlt den Himmel an. Ich möchte nicht Batman anlocken. Ich möchte... Vorfeldbeleuchtung. Da, 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 da. Brauche ich natürlich wieder Draht dafür, ne? Das ist auch... ewiges Hexenwerk. Wenn wir wenigstens noch was erledigt haben, würde ich hier jetzt noch ein paar Minuten reindrücken, um Birgis da dran zu bringen und zumindest einen Teil vorzubereiten. Das war furchtbar, die Vorfeldbeleuchtung, weil, naja, das Ding einfach dumm ist. Ich müsste wahrscheinlich auf die andere Lampe drauf springen, damit das klappt. So. 39 Stücke noch. Okay, wir wenigstens eine Aufgabe. Während ich da hinten dann weiter rumexperimentiere, darf der Stöcke sammeln. Da, da, da. Bum, 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 bum. So, wieder 20. Ups, ups. Sollte wahrscheinlich einfach hier Gegner beschwören, in der Hoffnung, dass die Geldbörsen dabei haben. Ja. 19 noch. Krieg mal hin. Das bekommen wir alles hin. Kein Problem. Man fährt jetzt wieder nur an Draht. Ich möchte einfach mehr sehen.
Auch bei Nacht. Sehen. So. Dip, dip, dip. Hops, hops. Ging auf fertig sind, muss ich halt mal gucken, wo sie langstreuen. Also lang scheinen. Der hier scheint ja zu funktionieren, aber der im anderen, dem vertraue ich nicht so ganz. Den hier. Ja. Ah, erst mein Vertrauen nicht. Ich sag's, wie es ist. Ich muss mal testen. Ich kann ja hier hinten mal was wegnehmen. Ja. Ja. Weil da hinten greifen sie in der Regel nicht so stark den Zaun an. Machst du mal Licht an? Kannst du sehen, was ich tue? Au! Lass das! Au! Lass das! Au! Lass das! Ja? Ja. Jetzt sieht man schon mehr, oder? Umfeldbeleuchtung haut hin. Und bei Gelegenheit, wie gesagt, muss ich da drüben mal den Draht setzen. Das ist einfach viel besser. Ah, das ist so der Punkt, wo sie am ehesten angreifen. Da habe ich jetzt schön die Scheinwerfer drauf. Wunderbar, wenigstens etwas Effizientes gebaut. Gut, gut, wir gehen schlafen. Genug rumgetollt, los geht's. Ich dachte schon, Kelvin macht da hinten einen Fax mit dem Ding. Aber nein. Licht aus. Nein. Katana weglegen. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Auf Wiederschauen. Reingehauen. Tschüss.